Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es eine Menge neuer Leaks. Zum einen zu Skins, die wahrscheinlich morgen reinkommen werden. Dann zu einer Kooperation mit einem Film, die wahrscheinlich demnächst starten wird. Und dann nochmal zum Risk Reels Live Event. Ich würde mal sagen, das kommt dann gleich noch später. Und wir beginnen mal mit der ersten Sache, die ich zwar vorhin schon im Shop-Video erwähnt habe. Allerdings für die, die es noch nicht wissen, die Herbstblattlackierung ist ab jetzt verfügbar. Eventuell, wenn ihr sie jetzt noch nicht freigeschaltet habt, wird es sie wahrscheinlich im Laufe der Woche jetzt geben oder eben halt morgen. Hat zumindest ein Epic Games gepostet, dass es bis zu einer Woche dauern kann, bis alle diese Lackierung verfügbar haben. Ist auf jeden Fall ganz nice. Dann kommen wir zur nächsten Sache, und zwar wurde von Epic Games auf Epic Games Fortnite Twitter Account ein Bild gepostet, was allerdings gar nicht hätte gepostet werden sollen. Und zwar das Bild, was eigentlich normalerweise immer die Shopskins anteasert, was zum Beispiel heute in den Neuigkeiten auch hier dieses Bild zum Beispiel ist, haben die eben halt für morgen schon getweetet. Und hier sieht man auf jeden Fall diese Rentier-Skins, also einmal diese weiblichen und männlichen Rentier-Skins. Die werden dann wahrscheinlich morgen in den Shop kommen. Haben sie heute aus Versehen gepostet, auch relativ schnell wieder gelöscht. Das heißt, es war wirklich aus Versehen. Deshalb, wie gesagt, wird das wahrscheinlich morgen reinkommen. Kommen wir nun allerdings mal zu den interessanteren Themen, und zwar zum Risky Reels Live Event. Dazu werde ich euch jetzt mal ein kleines Video einblenden. Sehe ich auf jeden Fall, dass hier zum einen so ein Epic-Mitarbeiter ist, der hat auch einen Epic-Namen vom Skin im Prinzip. Also hinten steht die Bezeichnung des Skins und davor einfach Epic. Diese vier haben gar keine Namensschilder. Ich glaube, die haben aber auch alle einen Epic im Namen. Kann ich euch auch nochmal ein weiteres Bild hier einblenden. Und zwar das hier. Hier sieht man die ganzen einzelnen Skins. Einmal hier der Epic Triceratops, der Epic Rex Skin, der Epic Bronto, Epic Control 1 und Epic Dark Rex. Und dann nochmal Epic Audio 1. Also Audio 1 und Control 1 kann man wahrscheinlich nicht sehen. Das sind die Skins, die ziemlich sicher unsichtbar sind. Aber die scheinen hier irgendetwas in der Runde getestet zu haben. Haben auch mehrere bekommen. Und man hört vielleicht auch im Hintergrund, dass wahrscheinlich der Epic Audio 1 Account irgendetwas sagt. Einfach Testing 1, 2, 3 in verschiedenen Varianten. Und am Ende kommt nochmal ganz leise ein Go. Und dann machen die hier eben halt auch irgendwelche Emotes, Skins. Das wird wahrscheinlich etwas mit den Videogame Awards zu tun haben, weil, glaube ich, Fortnite für 5 Kategorien nominiert ist. Ist ein relativ großes Event. Ich glaube, das findet am Donnerstag statt. Und das wird wahrscheinlich irgendwie in Risky Reels gestreamt, weshalb das zurzeit auch umgebaut wird. Es kommen ja auch noch weitere Stages. Ich kann euch auch nochmal das Video dazu einblenden, wie dann hier die derzeitige oder die nächste Stage aussehen wird. Zurzeit haben wir ja diese zweite Stage, das ist jetzt die dritte Stage. Hier sind schon Bagger überall, die dann etwas wahrscheinlich ausgraben werden oder so und dann eben halt für die Videogame Awards vorbereiten. Zurzeit ist nur die dritte Stage noch geleakt, aber am Dienstag wird ja wahrscheinlich das große Winter-Update kommen und dort werden dann die restlichen Stages reinkommen. Weil es natürlich so nicht funktionieren könnte, dass dann hier das gestreamt wird. Zum einen fehlt hier auch einfach die Leinwand, vielleicht wird die neu aufgebaut, oder es kann ja auch einfach sein, dass es hier verbuggt ist, da man das hier im Prinzip durch etwas ersetzen musste. Weiß man nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist das der derzeitige Stand. Jetzt kommen wir zum nächsten Thema, und zwar einer Kooperation mit Star Wars. Das ist tatsächlich etwas relativ Interessantes. Ich würde mal sagen, wir beginnen mit Postern, die in Risky Reels aufgehangen werden sollen. Und zwar sehen wir die hier. Gab es auch schon irgendwelche Ingame-Dateien, die das im Prinzip anteasern.
jetzt auch nochmal das, was dann am Ende draufstehen wird. Die werden dann wahrscheinlich in Risky Reels überall ausgehangen. Hier oben steht Fortnite Presents. Kann man schwer lesen, aber sollte relativ klar sein. Dann hier Star Wars The Rise of Skywalker. Das ist ja der neue Film. Da kommt, glaube ich, am nächsten oder übernächsten Donnerstag raus. Weiß ich nicht ganz genau. Und am December 14, das heißt am nächsten Samstag, wird dazu anscheinend ein Live-Event in Fortnite kommen. Und zwar eine Exclusive Scene Premiere. Das heißt, irgendeine exklusive Vorschau, die wir wahrscheinlich nur in Fortnite haben. Das Ganze eben halt aus Risky Reels. Hinten, hier unten steht nur noch einmal der Autor vom Film. Und dann öffnet im Prinzip das Event ab 1.30 Uhr PM East-Zeit. Das heißt 13.30 Uhr. Irgendwo in Amerika, glaube ich, müsste das sein. Bei uns ist das dann dementsprechend 19.30 Uhr am Samstag. Und dann wird die Show um 20 Uhr bei uns starten. Ist natürlich unsere klassische Live-Event-Zeit. War bisher alle Seasons so, außer letzte Season. Das war ja aber auch etwas sehr Besonderes zum Wechsel von Kapitel 1 auf Kapitel 2. Aber das ist auf jeden Fall unsere klassische Live-Event-Zeit. Und dort wird das eben halt passieren. Dazu habe ich jetzt auch nochmal im Prinzip die Startsequenz habe ich nochmal für euch. Und zwar sieht die so aus. Wir haben hier einmal This footage has been rated F Fortnite. Da steht normalerweise ab, welche Altersfreigabe das ist, was zum Beispiel bei uns USK oder FSK 12, 16, whatever ist. Und hier haben die es eben halt als Fortnite Einstufung gemacht. Kann natürlich sein, dass es für alle Altersklassen ist, die Fortnite spielen. Das heißt, rein theoretisch, ab alle, die 12 sind, spielen es ja auch welche, die drunter sind. Hält sich aber so oder so niemand dran. Vielleicht hat es damit etwas zu tun. Oder es geht einfach darum, zu zeigen, dass es etwas Fortnite-exclusive ist, was um die Kooperation zwischen Star Wars und Fortnite geht und gar keine reelle Sequenz aus dem Film ist, weshalb das dann im Prinzip mit diesem Fortnite gekennzeichnet wird und nicht eine extra Alterseinstufung braucht, weil das, glaube ich, so sein müsste, wenn es ein offizieller Filmclip wäre. Dann können wir mal weiterschauen. Steht hier mal einfach wieder Fortnite Presents Star Wars The Rise of Skywalker und dann Exclusive Scene Premiere Live. Steht einfach wieder genau das gleiche da. Ist im Prinzip die Vorschau, wird wahrscheinlich zwischen dann 19.30 Uhr und 20 Uhr laufen. Diese halbe Stunde, wo das im Prinzip anfängt, das Live-Event oder vorbereitet wird. Das waren dann soweit alle Informationen, die bisher so geleakt wurden. Wie gesagt, nächste Woche kommt ja noch das große Weihnachts-Update, Winter-Update, wo wir wahrscheinlich eine Schneekarte bekommen werden oder die Karte anfängt eingeschneit zu werden. Dann wahrscheinlich Weihnachtsdekoration überall, weitere Weihnachtsskins. Es kommen auf jeden Fall mega, mega viele Sachen dazu. Vielleicht erhalten wir auch Overtime-Challenges, da nun mal nächste Woche die Season rein theoretisch enden würde. Wurde jetzt aber verschoben natürlich. Trotzdem wird da wahrscheinlich ordentlich was reinkommen. Bin auf jeden Fall gespannt. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so sein sollte, lasst doch gerne mal ein Abo da. Schreibt mir auch gerne Feedback in die Kommentare und lasst eine Bewertung auf das Video da. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.